Ich habe gerade eine Übergabe beobachtet. Nichts Illegales. Oh. Zu klein. Sieh mal an. Sie wären überrascht. Es gibt Osilbia-Rebstöcke in der Saatbank. Was soll ich Niemand denn stellt in Andromeda Creeper her. Sie wären überrascht. Liam ist auch hier, na sowas. Pathfinder, unser Bier muss noch warten. Hier herrscht Chaos. Das Sicherheitsteam ist, sagen wir, unterbesetzt. Das ist nur zu verständlich. Die Nexus ist am Ende ihrer Kräfte. Nicht nur das. Viele Exilanten waren Sicherheitsleute. Sie alle waren für ein Grenzgebiet ausgebildet und bewaffnet. Wir wissen, die Cats sind gefährlich. Und jetzt machen uns auch noch unsere eigenen Leute Sorgen. Keine Ahnung, wohin sie sind, aber sie waren wütend. Vielleicht kann man mit denen ja auch reden und sie fragen, warum sie jetzt genau gemeutert haben und vielleicht schauen, ob man mit denen nicht irgendwie kooperieren kann, wenn man sie schon nicht wieder eingliedern kann. Ich meine, das wäre ja auch möglich. Aber naja, ich würde sie nicht abschreiben. Sie waren frustriert. Hätten sie einfach nur töten wollen, hätten sie auch hier bis zum Ende kämpfen können. Anscheinend sind wir für alle die große Hoffnung. Nicht die Hyperion, nur wir. Ich stehe hinter ihnen, aber es ist viel verlangt. Ja, das habe ich ja schon mitgekriegt, dass ein großer Druck auf mich gesetzt wird hier. Ich bin beunruhigt? Ach Quatsch, sind wir nicht. Das kriegen wir schon hin. Solange die Nexus hier ist, solange wir hier sind, haben wir einen Job zu erledigen. Doppelte Anstrengung, Krisenmodus. Das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Bereit und willens, Pathfinder. Und wer ist deine Freundin hier? Die wird mir nicht vorgestellt. Okay. Aber der hat nicht lange gefackelt, der hat sich sofort jemanden gesucht hier. Okay, hier drüben scheint es nichts für uns zu geben. Warum sind die Waffenschränke zu? Ich bin der Pathfinder. Ich will Zugang haben. Und wer bist du? Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was ist los? Du meine Güte, sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten Sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Wow, wir haben noch keine funktionierenden Strukturen, aber schon Leute verbannen wollen. Ist klar, es sind sowieso schon keine mehr da. Na gut. Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie... Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirkan Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Wenn sich die Gelegenheit ergibt, na klar. Selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte, sagen Sie Nirkan, dass ich ihn liebe. Okay, der erste Mörder, mit dem Gefängniswärter sprechen. Machen wir, wenn wir ihn sehen. So, ach, das ist auf der anderen Seite. Mal wieder Lesestunde mit dem Datenpad und dann schauen wir mal, ob wir hier... Ja, Kendros müsste ja hier sein, hier vorne, ne? Apex-Status. Lieutenant, basierend auf Statusbericht 16C sind wir unserem Ziel offenbar keinen Schritt näher, in einem Sektor Fuß zu fassen. Ohne ordentliche Aufklärung und bessere Informationen über diesen Feind sind unsere Bemühungen wohl sinnlos. Das Risiko und der anhaltende Verlust an Ressourcen und Leben machen eine Rechtfertigung schwer. Bei einer so niedrigen Moral müssen wir die Erwartungen erneut herabsetzen. Kendros. So, da haben wir ihn doch. Du bist ein stummer Bewacher, dann, was haben wir denn hier drüben? Einsatzteam-Missionen. Okay, das ist, glaube ich, genau das, was ich, mit der App, die ich schon erwähnt habe, vorher mal, immer machen kann. Wir können mal kurz reinschauen. Die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Ah, okay. Das machen wir sehr gern. Ich vermute mal, damit komme ich dann genau zu dem, was ich mit meiner App immer mache. So nebenbei. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams.
Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Für welche Situationen sind sie geeignet? Sie können zivile Außenposten schützen, zentrale Stellungen halten oder einfach nur die Kette ablenken. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. Yay! Ich wollte aber eigentlich mit dir sprechen, bevor wir... Na gut, dann schauen wir uns das Ganze erstmal an hier. So, werfen wir nochmal einen Blick drauf. Ja, das sieht ganz nach meinen Truppen aus. Sind die hier fertig? Ich weiß es gar nicht. Ich habe heute im Laufe des Tages schon mal auf jeden Fall ein bisschen gespielt damit. Meine Einsatzteams. Genau, das sind meine Einsatzteams. Die sind schon ein bisschen vorangekommen mittlerweile. Also man fängt halt auf Stufe 1 an. Und dann gibt es Missionen, die Bronze-, Silber- und Gold-Schwierigkeit haben. Sieht in der App ein bisschen anders aus, muss ich zugeben. Ach ja, das sind die Sachen, die ich schon alle freigeschaltet habe oder die ich schon in irgendeiner Form bekommen habe. Kann ich die jetzt einsammeln oder wie genau sieht das aus? Oh nein, ich muss jetzt alle einzeln... Okay, dann mache ich das später mal vielleicht. Abseits der Aufnahme. Das dauert mir sonst zu lange jetzt. Kann die echt nicht gesammelt einsammeln? Das ist ja blöd. Denn das sind einige, die ich schon... Also ihr seht, ich habe schon ein bisschen was gemacht. So nebenbei halt immer einfach das Ganze laufen lassen. Das ist nicht das Problem. Dafür ist die App schon ganz praktisch. Und ansonsten ist es halt wirklich... Eigentlich ist die Beschreibung von den Missionen dabei völlig egal. Ich werde das jetzt auch gar nicht weiter durcharbeiten, aber wir können es uns hier mal kurz anschauen. Das ist immer sowas, der Feind ist im Besitz von Informationen, greifen Sie die Kommandozentrale an, retten Sie irgendwelche Leute, beschaffen Sie Forschungsdaten, töten Sie Killerbots, beschützen Sie Personal, so läuft das halt immer im Prinzip. Und wir können damit auf jeden Fall Sachen freischalten für uns, die dann... hilfreich sein können für unsere Kolonisationsbemühungen. Und wie gesagt, ich werde das einsammeln dann abseits der Aufnahme und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Jetzt aber erstmal noch richtig mit Kendros gesprochen, das war ja jetzt noch kein Gespräch. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? Oh Quatsch. So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn sie es versuchen werden. Wie auch immer, willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Also ich muss sagen, Kendros erinnert mich so gewissermaßen an einen gewissen Turianer, mit dem Shepard eine sehr innige Freundschaft hatte. Aber nur so nebenbei. Was wissen Sie über die Feinde, auf die wir gestoßen sind? Die Cat? Wir treffen üblicherweise auf Welten mit diesen fremdartigen Gebäuden auf sie. Die Cat mögen es nicht, wenn man sie studiert. Den Grund dafür kennen wir nicht genau. Sie reden nicht mit uns. Immer wenn sie uns begegnen, kommt es zum Kampf. Oder sie nehmen Gefangene. Warum? Was wollen sie? Das weiß keiner. Aber ich habe ihre Waffen gesehen und was sie mit diesen Gefangenen machen. Ich will sie möglichst weit von der Nexus entfernt haben. Habt ihr schon mal versucht, eurerseits Gefangene zu nehmen und dann mal zu schauen, ob man irgendwas aus ihnen rauskriegt? Ich meine, klar, ihr sprecht die Sprache nicht, aber trotzdem, vielleicht kriegt man es ja irgendwie hin, dann die zu studieren. Nur aus den Kämpfen allein kriegt man natürlich nichts raus. Warum sind Sie nach Andromeda gekommen? Ich hatte es satt, immer der Gute zu sein. Der Gute? Die Familie Kandros hat eine lange Militärtradition. Da gibt es Erwartungen. Sie wissen schon. Dann wurde meine Schwester Bildhauerin und meine Cousine Nyrene Piratin auf Omega. Alle waren stolz darauf, dass ich beim Militär blieb. Aber ich fragte mich, und wann kommt mein Abenteuer? Gian Garstens Traum war... großartig und mutig. Ich musste einfach ein Teil davon werden. Siehst du mal, daher kommt mir der Name Kendros bekannt vor. Die Nyrene aus dem Omega-DLC mit Aria zusammen. Davon ist der Name mir bekannt. Ah, siehst du mal. Ich fand das damals sehr schade, dass die gestorben war.
Mal sehen, vielleicht ist es mit ihm ja auch ganz witzig. Aber ich glaube, der wird nicht in unser Team kommen, oder? Der wird wahrscheinlich hier bleiben eher. Wir werden es sehen. Sie reden, als würden Sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren Sie dann die Miliz? Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Cat uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, hab mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen, haben mich alle behandelt, als hätte ich das Sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Wie geht es den anderen Turianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen, egal in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Es ist hart da draußen. Ich brauche vielleicht Verstärkung, falls Sie Leute erübrigen können. Ich habe Einsatzteams, die auf Angriff und Exfiltration spezialisiert sind. Wenn Sie Feuerkraft brauchen, sind meine Apex-Teams genau das Richtige. Aber das wissen Sie ja bereits, stimmt's? Ja, hast du uns ja schon erzählt. Und wir können jetzt auch auf die Konsole zugreifen. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Na gut. Ich muss sagen, ich mag den Kerl. Wir werden mit ihm bestimmt noch ein bisschen was zu tun haben. Kommen wir hier denn eigentlich schon raus? Nee, ne? Ist zu, dachte ich mir. Gut, dann bleibt nur noch eines zu tun. Wir müssen zu Director Tan gehen. Ich kann irgendwie drauf verzichten eigentlich, aber gut, wir wollen ja wissen, was hier abgeht und inwiefern wir jetzt genau helfen können, was unsere nächsten Ziele sein sollten. Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind, Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Ich dachte, ich sei als Pathfinder nicht geeignet. Direktor Addison hat Ihre Meinung, ich habe meine eigene. Und wenn Sie sich uneins sind? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Cat. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay, aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... So wie ich das sehe, brauchen Sie mich. Wenn ich Erfolg habe, wirken Sie dadurch vielleicht wieder Anführer, für den Sie sich halten. Mag sein, aber Sie müssen sich als der Pathfinder beweisen, für den Sie sich halten. Wo ist mein Schiff? Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge... Ah. Dini Jones. Ryder, kommen Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Okay. Hat Sam irgendwie ein Eigenleben und eigene Antriebe? Keine Ahnung. Wir sprechen aber trotzdem nochmal kurz mit Tan, würde ich sagen. Denn er hat bestimmt auch so noch ein paar Infos für uns. Ryder, Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben, aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut, aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat.
Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Ich muss sagen, momentan habe ich noch gar keine Meinung von dir, weil ich dich nicht kenne einfach. Also das muss ich erst mit der Zeit zeigen, wer hier der Gute ist sozusagen oder wer welche Stärken und Schwächen hat. Ich nehme an, in Gut und Böse kann man das jetzt nicht so wirklich unterteilen. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo Sie sein könnten? Nein, es gibt keinerlei gesicherte Informationen. Aber abertausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? Oh, da gibt's aber ein paar Sachen, die wir ihn fragen können. Dann auf zur Fragerunde. Können Sie mir noch mehr Informationen über die verschollenen Archen geben? Nein, und das ist der beunruhigende Teil. Die Archen der Asari, Turianer und Salarianer sind einfach verschwunden. Falls sie dieselben Probleme mit der Geißel hatten wie wir, befürchte ich das Schlimmste. Sollten Sie also irgendwelche Hinweise finden, gehen Sie ihnen bitte nach. Ohne die anderen Archen kann das Versprechen der Initiative niemals wahr werden. Gibt es noch andere Archen, die wir erwarten sollten? Wir hatten gehofft, die Quarianer würden ein Teil der ersten Welle sein. Aber vor dem Start 2185 erfuhren wir, dass sie technische Probleme mit ihrem Schiff hatten. Angeblich sollten sie auch Drell, Hanar und andere Spezies mitbringen. Die vielen biologischen Anforderungen sorgten für Komplikationen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie da sind. Und ich hätte schon extrem bedauert, dass die Quarianer nicht mehr dabei sind und die anderen Spezies. Das finde ich natürlich sehr schön, dass es doch noch ein Schiff der Quarianer gibt. Gefällt mir. Es klingt, als hätte die Nexus eine schwere Zeit hinter sich. Öffentlich würde ich sagen, wir sind der Herausforderung mehr als gewachsen. Aber unter uns, es war eine Katastrophe. Die Geißel hat hunderte Opfer gefordert. Unter ihnen auch viele unserer Anführer. Selbst die Gründerin der Initiative, Gian Garson, ist tot. Ja, sonst wärst du ja jetzt auch nicht der Chef, oder? Sehe ich das richtig? Wie ist Gian Garson gestorben? Zusammen mit der übrigen Führungsriege. Als die Nexus auf die Geißel prallte, wurde ein großer Flügel mit Stase-Kapseln zerstört. Sie waren sofort tot. Sie waren 600 Jahre lang gereist und starben, ohne vorher wieder aufzuwachen. Gian Garson hat Helios nie gesehen. Sie hat nicht miterlebt, wie ihre Vision Wirklichkeit wurde. Na, ob das stimmt, da bin ich mir nicht so sicher. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da irgendwas, was wir noch nicht wissen, verschleiert werden soll. Und dass die eigentlich noch irgendwo versteckt gehalten werden. Könnte ja auch zum Beispiel sein, dass der Typ Zugang zu den Stasekapseln bekommen hat und die hat irgendwo verschwinden lassen und die stehen jetzt in irgendeinem dunklen Besenkämmerchen rum. Damit er sagen kann, hier, ich bin der Achte in der Folge, ich bin jetzt der neue Chef oder irgendwie sowas. Also es gibt da viele Möglichkeiten, einfach zu sagen, ihre Stasekapseln sind ausgefallen, kommt mir irgendwie ein bisschen zu simpel vor, ehrlich gesagt, um die Wahrheit zu sein. Aber wir werden es sehen. Kandros hat erwähnt, dass sie auf die Geißel geprallt sind. Wie ist das abgelaufen? Kriminelle Elemente haben sich die Notsituation zunutze gemacht und die Ängste der Leute ausgenutzt. Anschließend kam es zu einem Aufstand. Uns blieb keine Wahl. Wir brauchten die Kroganer, um mit ihnen fertig zu werden. Sie schlugen die Meuterei nieder und die Verbrecher wurden verbannt. Wir nennen sie Exilanten. Ich bin sicher, wir werden noch von ihnen hören. Ihre Anführerin ist eine Gesetzlose namens Sloane Kelly. Sie war früher eine von uns. Wer ist diese Sloane Kelly? Sie war die Leiterin der Nexus-Sicherheit. Anfangs war sie gegen den Aufstand, aber dann wurde sie zur Verräterin und schloss sich ihnen an. Fehlgeleitete Sympathie für die Bürde des gemeinen Bürgers. Blödsinn. Sie waren eine direkte Bedrohung unserer Existenz. Klingt mir nach einer etwas vereinfachten Wahrheit. Also ich glaube, mit denen werden wir auch noch so unseren Konflikt dann haben und feststellen, dass die gar nicht so böse sind, wie sie dargestellt werden. Es scheint hier nicht sonderlich viele Kroganer zu geben. Nein. Und ich bin darüber nicht traurig. Die Kroganer forderten ein größeres Mitspracherecht in politischen Fragen. Und das ist das Letzte, was wir brauchen. Sie sind Muskeln, sonst nichts. Sie können kämpfen und schwere Lasten tragen. Als sie nicht bekamen, was sie wollten, sind sie gegangen. Oh, ein ganz großer Sympath, ganz ehrlich. Aber es ist ja wie so oft bei irgendwelchen Organisationen, wo es eine steile Hierarchie gibt. In den obersten Positionen sind die, die sich am rücksichtslosesten durchsetzen. Und das sind eben meistens Leute, die nicht die größte Empathie haben, denn sonst könnten sie sich eben nicht so durchsetzen. Ist leider irgendwo
ja, im System mit ihm begriffen. Warum mögen Sie die Kroganer nicht? Es ist allgemein bekannt, dass sie eine gewalttätige, ignorante Spezies sind. Vor langer Zeit haben sie untereinander Atomkriege geführt. Ihr Planet war stark dezimiert. Mein Volk hat versucht, sie zu unterstützen. Aber die Kroganer haben es nie geschafft, ihre eigenen schlimmsten Instinkte zu zähmen. Was passiert, wenn sie ihr Naturell nach Andromeda bringen? Wir würden alle sterben. Das Unterstützen zu nennen ist aber auch ganz, ganz mieser Hohn, ganz ehrlich. Die Genophage als Unterstützung zu bezeichnen, ist schon ganz schön heftig. Was können Sie mir sonst noch über die Initiative erzählen? Sie stellt die größte Migration dar, die je in Angriff genommen wurde. Nie zuvor hat sich jemand über die Milchstraße hinausgewagt. Wir alle haben unsere Heimat zurückgelassen, um nach Freiheit, Glück und vielleicht einem Neuanfang zu suchen. Wir sind die mutigsten Seelen unserer jeweiligen Spezies. Und ich hoffe, die Nexus wird als Sitz unserer gemeinsamen Regierung dienen. Was wissen Sie über die Anfangszeit der Initiative? Das, was die meisten darüber wissen. Gian Garson hatte eine Vision und machte das alles möglich. Sie war eine Unternehmerin auf der Erde. Wohlhabend. Jung. Für einen Menschen. Garson hatte die Idee für die Initiative Anfang der 2170er, glaube ich. Viele hielten es für unmöglich, die Milchstraße zu verlassen. Aber sie blieb hartnäckig. Und wie bei den meisten großen Ideen, waren die Zweifler im Unrecht. Die ganze Initiative ging tatsächlich von den Menschen aus. Ist auch irgendwie lustig, oder? Ich meine, die Menschen sind noch nicht so lange vorher überhaupt erst... haben die überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, mit der ganzen Technologie vom Mars die Milchstraße zu erkunden. Und dann sind sie diejenigen, die es anregen, dann gleich noch weiter zu gehen. Aber gut, warum nicht? Gibt ja immer Leute, die das unbedingt brauchen, die Grenzen zu überschreiten und irgendwo hinzugehen, wo vorher noch keiner war. Warum sind Ihrer Meinung nach die meisten mitgekommen? Dafür gibt es tausende von Gründen. Einen für jeden Kolonisten hier. Was sucht ein Pilger? Normalerweise das Glück. Das, was ihm bisher verwehrt geblieben ist. Was ihn erfüllt. Wir können zwar niemandem versprechen, dass er es finden wird, aber wir ermöglichen die Suche danach. Die Nexus ist ein echter Schmelztiegel. Die Nexus ist die Heimat mehrerer Spezies der Initiative. Viele trafen vor den Archen hier ein. Wir hoffen, dass diese Station eines Tages den Regierungssitz in Andromeda bildet. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was man sich dabei gedacht hat, auch Kroganer aufzunehmen. Wir Salarianer halten grundsätzlich nicht viel von ihnen. Und meine Erlebnisse hier haben meine Meinung nicht geändert. Ja, Mimimi. Ich muss sagen, ich komme mit Cash ganz gut klar. So, damit haben wir ihn soweit ausgefragt. Und, ach ne, hier gibt's noch was. Seine Funktionen und die Lebensfähigkeit von Planeten. Okay, gibt doch noch ein paar Sachen. Als Direktor der Initiative haben Sie hier vermutlich das Sagen, richtig? Das hätte ich, wenn die anderen es zulassen würden. Sie sehen mich aber nicht als rechtmäßigen Nachfolger. Welches Problem haben Sie mit ihnen? Ich bin nicht Gian Garson. Unsere Gründerin hatte Charisma. Sie war exzentrisch. Überlebensgroß. Merkmale, die ich gar nicht erst nachzuahmen versuche. Sie und ihr innerer Kreis kamen durch die Geißel ums Leben. Andere wurden von den Exilanten getötet oder sind nie aus der Stase erwacht. Ich war zweiter Assistent im Ertragsmanagement. Dann starben alle 7 Personen über mir und die Leitung fiel mir zu. Na, das ist doch ein glücklicher Zufall. Dann sind Sie also ein Buchhalter? Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Wir alle sind zu mehr fähig, als wir wissen. Als ich jung war, übte die Erkundung des Weltraums eine große Faszination auf mich aus. Aber das Leben ist voller Umleitungen und ich schlug eine andere Richtung ein. Dann hörte ich von der Initiative und sah meine Chance, den nicht gegangenen Weg doch noch zu gehen. Und auch wenn ich vielleicht keine neuen Welten betrete, kann meine Autorität doch sicherstellen, dass Sie es tun. Natürlich. Tut mir leid. Und wie läuft das Ganze dann ab? Theoretisch kümmert Cash sich um den Betrieb der Nexus, Kandros leitet die Miliz und Edison hat die Kolonialverwaltung unter sich. Ich bin so eine Art Oberaufseher. Also machst du gar nichts. Argumentieren, debattieren und schreien wir so lange, bis eine Entscheidung gefällt wird. Wenn wir Glück haben. Es kann einen wahnsinnig machen. Na gut, dann noch die Lebensfähigkeit der Planeten und dann haben wir wirklich genug gequatscht erstmal.
Was muss ich bei der Lebensfähigkeit eines Planeten berücksichtigen? Wenn der Planet Leben ermöglicht, brauchen wir einen Außenposten. Die Leute wollen ein Dach über dem Kopf. Und die Bedrohungen muss man eliminieren. Ob das nun die Cat oder andere Schrecken sind, die in Helios lauern. Wenn ständig Kolonisten ermordet werden, kann das entmutigend wirken. Eine weitere Priorität für jeden Pathfinder sind die Erkundung und Kartografierung des Geländes. Und vergessen Sie die Aufklärungsposten nicht. Die sind wichtig. Kann das demotivierend wirken, finde ich gut. Was können Sie mir über diese Aufklärungsposten sagen? Ich hatte schon befürchtet, dass Sie das fragen. Ich kann dazu nur wiedergeben, was die Techniker mir gesagt haben. Ein Aufklärungsposten ermöglicht Einsatzteams Bergbau und die Reparatur von Ausrüstung und sichert die Nachschubversorgung. Wer würde das nicht wollen? Aber da bisher jeder Kolonisierungsversuch gescheitert ist, bleibt das vorerst nur Theorie. Sie werden die Sache testen, Ryder. Na super, wir sind das Versuchskaninchen. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. Du redest erstaunlich langsam für einen Salarianer, habe ich gerade so festgestellt.